Bogenschießen. Olympische Sportart und eine der ältesten Jagdformen der Menschheit. Nur mit Technik und totaler Konzentration geht der Pfeil ins Ziel. Eine spannende Aufgabe für Johannes. Heliumballons? Egal! Ah, die Wikingerburg brennt! Ich hab was richtig gemacht. Kann es Johannes? Von Nottingham, wo hast du dich versteckt? Wenn ich dich sehe, dann kriegst du einen Pfeil in den Hintern geschossen. Hallo, mein Kannes Johannes. Heute auf den Spuren von Robin Hood. Das heißt, ich lerne Bogenschießen. Wobei, ich meine, Bogenschießen kann ja nicht so schwer sein. Bogen, Pfeil, Schießen. Seht ihr? Ist doch gar nicht so schwer. Oh. Das ist wohl doch schwieriger, als ich dachte. Ich glaube, ich brauche einen Trainer. Und das hier ist er. Hallo, ich bin Tobias, 12 Jahre alt, komme aus Kerpen. Meine große Leidenschaft ist das Bogenschießen, weil mich einfach die technische Perfektion da reizt. Das Tollste ist es, einen perfekten Schuss zu landen. Dieses Gefühl, der Boom, der ist genau da, wo du ihn haben willst. Das ist ein Glücksgefühl, das spornt dich immer wieder an, immer weiterzumachen und es noch perfekter zu machen. Bogenschießen ist ein super Ausgleich, weil man einfach alles um sich herum vergisst und ja, dadurch total innerlich zur Ruhe kommt. So, Johannes. Wenn du umsetzt, was ich dir beibringe, dann schaffen wir das. Hallo Tobi. Hallo Johannes. Das sieht cool aus. Ja, aber ich muss dir direkt einen Einlauf geben. Wieso das? Niemals darfst du mit einem Pfeil senkrecht in die Luft schießen. Ah, ja, aber da war ja nur so ein Saugnapf ja, dran. Ja, trotzdem, viel zu gefährlich. Sicherheit geht vor. Hier schießen wir nicht mit Saugnäpfen, mit Spitzen schießen wir hier. Okay. Und damit du das besser verstehst, zeige ich dir am besten mal, was für eine Durchschlagskraft so ein Pfeil hat. Okay. Nicht schlecht. Ich glaube, jeder hat ja mal mit Pfeil und Bogen irgendwas kaputt geschossen als Kind. Ich auch. Aber die Durchschlagskraft, die es gibt bei einem echten Bogen mit einem echten Pfeil, das nicht zu vergleichen. Tobi, das ist eine Waffe, oder? Ja, das ist schon eine Waffe. Aber solange man sich an alle Regeln hält, ist es ein Sportgerät. Also ich bin hiermit offiziell überzeugt, dass es Sinn macht, sich an Sicherheitsregeln zu halten. Ich mach, was du sagst, außer singen. Gut, dann können wir uns jetzt deinen Trainingsplan angucken. Trainingsplan ist sehr gut. Und dafür hat sich Tobi was ganz Besonderes ausgedacht. Am ersten Trainingstag lernt Johannes den Bogen kennen und den Bewegungsablauf beim Bogenschießen. Anschließend geht es um die wichtigsten Schusstechniken. An Tag 2 kommt dann der Wettkampfbogen ins Spiel. Und Johannes trainiert das Schießen auf 25 Meter Entfernung. Ich dachte ja immer, ein Bogen ist ein Stück Holz, eine Sehne und ein Pfeil. Und aus ist aber, es sind ja hochmoderne Teile. Ja, das stimmt schon. Wobei, das sieht schon ein bisschen eher danach aus. Was ist das für ein Bogen? Das ist ein sogenannter Langbogen. Mhm, Modell Robin Hood. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele unterschiedliche Bögen gibt. Und vor allem nicht, dass manche aussehen, als ob sie aus dem Weltraum kämen. Also, da sind ja so viele Sachen dran. Und mit welchem Bogen schieße ich in der Herausforderung? In der Herausforderung schießt du mit solch einem. Okay, das heißt, mit dir muss ich mich anfreunden. Auch schon ziemlich schwer, ne? Ja, aber das spürst du später nicht. Mhm. Johannes muss bei der Herausforderung einen Parcours mit 4 Stationen bewältigen und aus verschiedenen Entfernungen treffen. Von 200 möglichen Punkten, die er hierbei erzielen kann, muss er mindestens 150 erreichen. Nur dann gilt die Herausforderung als geschafft. Ich sag mal so, das sieht ziemlich anspruchsvoll aus.
Ja, das ist schon 48 Stunden, ist wenig Zeit, aber ich glaube, du schaffst das. Dann lass uns loslegen. Ja, aber bevor wir loslegen, müssen wir erstmal dein dominantes Auge finden. Mein dominantes Auge? Was ist ein dominantes Auge? Du denkst, du siehst mit beiden Augen. Aber die Hauptinformation wird von einem Auge ans Gehirn geleitet. Das andere ist eher zum räumlichen Sehen da. Aha. Dazu haben wir einen Test. Diese Pappe hat ein Loch. Ja. Wir suchen uns irgendeinen Punkt in der Landschaft und gucken die ganze Zeit durch das Loch. Und das muss die ganze Zeit auf dem gleichen Punkt der Landschaft bleiben. Ja. Und da, wo die Pappe dann jetzt ist, das ist dein dominantes Auge. Bei dir ist das links? Richtig. Das geht automatisch dahin, du hast das nicht dahin geführt? Ja. Probier es doch selber mal aus. Okay, mache ich. Also Punkte der Landschaft suchen, dann Pappe hinhalten, drauf gucken und drauf gucken, drauf drücken. Rechts. Richtig. Krasser Trick. Können wir jetzt loslegen? Ja. Dann ist das jetzt der Moment, in dem wir die wichtigste aller wichtigen Fragen stellen müssen. Und die ist... Kann es Johannes? So, mit welchem Bogen fangen wir denn jetzt an? Ja, hier, mit dem. Was, eine Klarinette oder was? Nein, schau mal rein. Der ist ja kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Der ist nur auseinandergebaut. Ach so, aber das, finde ich, hat schon wieder was Cooles. Sowas von Agent, so 007. Man muss erst sein Instrument zusammenbauen. Das ist der Griff. Und hier, das ist die Pfeilauflage. Das kleine Pedapsel-Ding? Ja, da legt man den Pfeil drauf. Okay, hier ist noch was versteckt. Ja, das sieht schon gut aus. Gut, jetzt müssen wir noch spannen. Dafür brauchen wir erstmal eine Sehne. Das nennt sich die Mittenwicklung. Und auf der Mittenwicklung sind auch die Nockpunkte. Da kommt der Pfeil rein. Richtig. Okay, verstehe. So, wie spannen wir den jetzt? Dafür gehen wir zur Spannmaschine. Komm mal mit. Spannmaschine? Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass man die Sehne nicht einfach so drauf spannen kann, sondern dass man eine Maschine braucht, um die Sehne drauf zu kriegen. Da merkt man schon, wie viel Kraft dahinter steckt. Boah, da ist ordentlich Zug drauf, ne? Ja. Komm rein, du Sehne. So, und jetzt fehlen uns noch Pfeile. Und dann dachte ich, jetzt geht's aber los mit den Pfeilen schießen. Nein, wir müssen jetzt erst noch mal den Bewegungsablauf trainieren. Aber Pustekuchen. Den trainieren wir mit diesen Gummibändern. Stell dir vor, hier hast du deinen Bogen in der Hand. Ja. Und das ist deine Sehne, an der du ziehst. Mhm. Du stellst dich erstmal ganz locker hin, spannst alle Muskeln an, dann bewegst du deinen Kopf zum Ziel. Und der bleibt dann da stehen. Ziehst du die Sehne ein bisschen vor, wenn man vorspannen, nicht so viel. Mhm. Und dann hebst du deinen Arm und ziehst deine ganze Hand unter dein Kinn. Unter das Kinn? Ja. Nein. Gerade. Die Sehne ist auch gerade. Das ist echt kompliziert. Sag ich doch. Vorspannen, ziehen, unter das Kinn und lösen. Das war gut. Gut, und jetzt mit Pfeilen? Ja. Mit Pfeilen! Aber Schutzausrüstung. Wieso brauche ich eine Schutzausrüstung? Ich schieße ja nicht auf mich selber. Ja, nicht extra. Aber? Du musst dir vorstellen, du schießt und du erschrickst dich. Mhm. Deine Sehne fliegt dir hier gegen den Arm. Und dann tut's weh. Tut weh. Ja. Und es kann sein, dass es blutet. Ja, dann hätte ich gerne eine Schutzausrüstung. Richtig. Okay. Das ist zum einen dieser Armschutz hier. Noch was? Ja. Du schießt die Sehne und die geht dir nicht nur gegen den Arm, sondern auch gegen die Brust. Was macht man dann da hier? Einen Streifschutz nehmen. Das ist quasi ein halber BH. Ja. So. Das hier schützt deine Finger, weil halt auch sehr viel Zug auf deinem Bogen ist. Mhm. Okay, hier durch. Ja. Und die Schutzausrüstung ist fertig. Auf welche Scheibe schießen wir? Wir schießen auf die da. Auf den kleinen gelben Pönöpel? Ja. Und warum schießen wir nicht auf eine richtige Scheibe? Weil es jetzt erstmal nicht darauf ankommt, zu treffen, sondern du brauchst einfach einen Zielpunkt. Du versuchst, ihn zu treffen. Aber das ist nicht schlimm, wenn du nicht triffst, solange die Pfeile alle zusammen sind. Es geht jetzt erstmal um die Technik. Okay. Dann Pfeilauflage. Ja. Jetzt fehlt nur eine Sache. Du knockst immer unter dem oberen Knockpunkt auf. Das bisschen macht was aus? Ja, das macht ganz, guck mal, auf die Spitze. Oh ja, Hebel, ne? Okay, also immer unter den Pönöpsel. Das ist kein Pönöpsel, das ist ein Knockpunkt. Unter den oberen Knockpunkt. Richtig. Gut. Jetzt nochmal die gleichen Schritte wie ohne Fall, nur mit Fall jetzt. Und jetzt gegen meine Hand drücken. Gut. Und man spürt jetzt richtig, wie du mit der Schulter nach hinten gegangen bist. Ja, und das war richtig? Ja. Ich habe was richtig gemacht. Ja. Okay, nochmal gleich. Ja,
so richtig gut ist das auch nicht. Getroffen habe ich ja so gut wie nicht. Ja, aber sie sind fast in einer Gruppe. Die Pfeile gehen zu hoch. Also verstellen wir das Visier weiter nach oben, damit du weiter nach unten triffst. Und dann kommen die eher in die Mitte? Ja. Das will ich machen, unbedingt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, das sieht schon echt gut aus. Ich glaube, ich hole dir jetzt mal ein paar interessantere Ziele. Okay. Tobi, deine neuen Ziele gefallen mir. Mir auch. Ja, geil. Da lohnt sich das Mühegeben doppelt. Ja! Geil. Geil. Nochmal. Mein Herz ist gleich dreimal so groß geworden wie zuvor, weil das so ein geniales Gefühl ist, wenn man dann mal trifft. Das macht dann so richtig... Ja. Ja. Nice. Geil. Hey, die letzten drei waren drei Treffer, ja, oder? Hallo, Ballons. Wie war euer Leben? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dir. Visier gut eingestellt. Kannst du jetzt auch selber. Technik klappt gut. Hast wirklich gut deine Ziele getroffen. Dankeschön. Morgen feilen wir noch ein bisschen an der Technik und kommen heute Abend noch mal zu mir. Ich hätte mal was ganz Besonderes für dich. Heute Abend? Ja. Wieso muss es denn Abend sein? Ja, das ist eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Okay. Als Höhepunkt des ersten Trainingstages hat sich Tobi noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Wie abgefahren ist das denn? Was hast du denn hier aufgebaut? Naja, wir schießen heute mit Feuerfallen. Geil. Wir schießen mit Feuerfallen. Da werden ja meine wildesten Träume wahr. Die Feuerpfeile habe ich als Trainingselement benutzt, weil sie einen ablenken. Oh, der war drüber. Der war drüber. Ich habe auch nicht gezielt. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Feuer. Um das trotzdem gut hinzubekommen, muss man immer exakt schießen. Und Johannes muss sich noch mehr konzentrieren. Oh, war das knapp. Ja! Wie geil! Die Wikingerburg brennt! Total cool! Wie geil ist das? Das macht Spaß! Müssten wir das jetzt nicht eigentlich löschen? Ja, aber wir wärmen uns noch ein bisschen die Hände dran. Das klingt sehr gut. Also, wenn du Tofu-Würstchen hättest, können wir auch grillen. Der zweite Trainingstag. Tobi will heute mit Johannes die Schusstechniken verfeinern, die bei der Herausforderung gefragt sind. Morgen. Na? Hallo. Wie geht's? Hey, gut. Ich habe da was vorbereitet. Du hast was vorbereitet? Das klingt wie so ein Fernsehkoch. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und was hast du vorbereitet? Einen neuen Bogen. Deinen Wettkampfbogen. Der sieht richtig cool aus. Was kann der? Der hat ein Stabilisationssystem. Mhm. Das dämpft die Schwingungen vom Bogen. Das heißt, damit kann ich gar nicht mehr daneben schießen. Naja, geht so. Okay, also trainieren lohnt sich schon noch. Ja. Dann zeig mal, was du von gestern noch behalten hast. Im ersten Moment hatte ich so ein bisschen Respekt vor der ganzen Technik. Aber als ich dann mit dem Teil geschossen habe, habe ich gemerkt, mein Gott, das ist ein Riesenunterschied. Das Teil ist ja noch viel genauer. Zufrieden, Trainer? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe da vorne eine Kamera eingestellt. Ja. Wir machen jetzt eine Videoanalyse. Wir sehen deinen Bewegungsablauf richtig schön in Zeitlupe. Dann sehen wir in Zeitlupe, was ich alles falsch mache. Richtig. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist der Film, den wir eben aufgenommen haben. Okay. Da sieht man jetzt, der Bogen, der klappt nicht nach vorne. Das sollte er aber tun. Das liegt einfach daran, dass du das Griffstück mit deinem Zeigefinger und dem Daumen einklemmst. Okay, ich muss ihn lockerer halten. Noch lockerer. Und dieser komische Gesichtsausdruck, der ist richtig? Ja, der ist eigentlich schon richtig, weil du konzentrierst dich aufs Bogenschießen und machst dich frei von allem. Wenn du mal irgendwann Sorgen im Kopf hast, zum Beispiel bei der Challenge, selbst das bringt dich zu schlechten Schießergebnissen. Wenn man an irgendwas anderes denkt? Ja. Ist dir das schon mal passiert? Ja, bei einer Landesmeisterschaft. Da war klar, dass ich nicht mehr den ersten Platz machen konnte. Dann habe ich mich so darüber aufgeregt, dass ich nur noch schlechte Pfeile geschossen habe und am Ende Dritter wurde. Naja, Dritter ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Dritter ist nicht schlecht, aber ich hätte Zweiter werden können. Kann es sein, dass du ganz schön ehrgeizig bist? Ja. Was ist das Mittel dagegen, wenn du merkst, so, oh, irgendwas lenkt mich ab? Wie kommst du zurück zum Schießen? Ich atme einfach ganz locker ein und aus. Und das hilft? Ja.
Mir schon. Wenn ich mal einen schlechten Fall geschossen habe, nicht drüber nachdenken, einfach weiterschießen. Auf den nächsten konzentrieren. Die Formulierung gefällt mir schon. Man schießt einen schlechten Pfeil. Also das heißt nicht, ich schieße den Pfeil schlecht, sondern der Pfeil ist schlecht und deswegen schuld. Das gefällt mir. Ich habe einfach einen schlechten Pfeil geschossen. Das ist halt ein schlechter Pfeil. So, Johannes. In der Herausforderung musst du nicht nur auf die 12 Meter schießen, sondern auch auf die 18. I. Und auf was muss ich achten? Du musst viel exakter schießen, weil wenn du einen kleinen Fehler machst, hat das hinten auf der Scheibe viel größere Folgen. Dann muss ich einfach nur genauer schießen. Ja. Dann mache ich das jetzt. So. Sagt sich so einfach. Ja. Was du jetzt noch nicht gesehen hast, ist, dass du, wenn du ziehst, mit dem Kopf zur Sehne gehst. Mhm. Absolutes No-Go. Das ist verboten? Ja. Ja, nicht verboten, ne? Aber es ist total schlecht für den Schuss. Das heißt, ich muss den Kopf noch stiller halten. Richtig. Das merke ich mir. Boah, super. Das sieht schon anders aus, ne? Ja. Geil. Tobi hat ganz schön gute Arbeit geleistet, weil er die wichtigen Sachen in mich so hineingetrichtert hat, dass ich zumindest jetzt am zweiten Tag nicht nur auf die blauen Ringe, sondern ab und zu auch mal ins Gold getroffen habe. Doch jetzt erhöht sich der Schwierigkeitsgrad, denn die Ziele bewegen sich in der Luft. Hierfür wird mit einer speziellen Pfeilart geschossen, sogenannten Flu-Flu-Pfeilen. Die haben hier ganz dicke Federn und dadurch bremsen die sehr, wenn man hochschießt. Also die fliegen nicht so weit? Ja, die alten Indianer haben das genutzt, um Vögel zu jagen. Mhm. Wenn sie ihre Pfeile daneben schossen, waren die nicht so direkt im Jenseits. Aber wir schießen nicht auf Vögel? Nein. Sondern? Heliumballons. Da ist Helium drin? Ja. Oh, Helium. Heliumballons? Ja. Flugflugpfeile, ja. Flugflugpfeile sind meine allerliebsten Pfeile. Nicht nachmachen zu Hause, denn man kann auch zu viel Helium einatmen. Das ist eigentlich nicht so furchtbar gesundheitsförderlich. Aber einmal unter Aufsicht von Erwachsenen, Arzt nebendran und mit ein bisschen Erfahrung ist das auch in Ordnung. Wir konzentrieren uns nur auf den Ballon und blenden alles andere aus. Das nennt sich intuitives Schießen. Ach so, wir haben ja auch gar kein Visier dran. Richtig. Also nur auf den Ballon gucken und dann abdrücken. Ja. Machen wir. Ich gestalte das Training bunt, weil dadurch die Motivation bei Johannes immer bleibt und er nicht den Spaß an der Sache verliert. Boah, war der knapp. Nicht einfach. Nee. Ich habe ihn genau verfolgen können und dann war das so ein und der Ballon platzt in so mehrere Fetzen und mit so einem geilen Knall so. Oh, der hat ihn gestriffen. Habe ich auch gehört. Das darf nicht wahr sein. Ein Streifschuss bei einem Ballon. Geht doch gar nicht. Schuss. Ja! Dachner. Geil. Geil. Sehr geil. Ich würde sagen, wir machen Schluss heute. Ja. Morgen bei der Challenge erwarten dich verschiedenste Aufgaben. Mhm. Musst du echt einen kühlen Kopf bewahren. Und wie kriege ich den hin, den kühlen Kopf? Entspann dich, geh früh schlafen und dann. Klappt das? Ja, glaube ich schon. Früh schlafen gehen, das klingt wie bei Mutti zu Hause. Junge, ab ins Bett. Der Tag der Herausforderung. Heute muss Johannes zeigen, wie treffsicher er in den vergangenen 48 Stunden geworden ist. Hey Tobi. Hey Johannes. Na? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Um was geht's? Also, normalerweise schießen wir beim Bogenschießen ja immer nur auf so Zielscheiben. Ja. Extra für dich habe ich mal ein paar interessantere Ziele aufgehangen. Das sieht gut aus. Ja. Mit was geht's los? Einschießen. Einschießen? Aber ja. Du hast nicht unendlich Zeit fürs Einschießen. Sondern? 4 Minuten für 6 Pfeile. 4 Minuten, 6 Pfeile? Ja. Uiuiui. Ich mag nicht so einen Stress im Rücken. Du brauchst keinen Stress. Du musst ganz ruhig bleiben. Tobi hat mir zum Glück ein paar Mal gesagt, ach, das mit der Zeit, das ist nicht so schlimm, lass dich von der nicht so hetzen. Aber es hat nichts gebracht. Das macht nämlich ganz schön Druck, wenn irgendwo eine Zeit runterläuft. Siehst du, du hattest noch genug Zeit, um 6 Pfeile zu schießen. Ja. Und der letzte war ganz okay, das ist eine 9, ne? Ja. Und jetzt zählt? Jetzt zählt's, Johannes. Ich wünsche dir alle ins Gold. Danke, Tobi. Auf Johannes wartet ein Parcours mit 4 Stationen. Von 200 Punkten, die er erzielen kann, muss er mindestens 150 erreichen. Nur dann gilt die Herausforderung als geschafft.
Als erstes muss Johannes aus 18 Metern Entfernung auf die Zielscheibe schießen. So eine Wettkampfsituation ist unglaublich schwierig. Man muss sich auf so viel konzentrieren. Lass dir Zeit, ja. Ich glaube, es ist ein kleiner Unterschied, ob man im Training mal 3 gute Pfeile schießt oder ob man in der Herausforderung dann richtig unter Druck gut funktionieren muss. Ja, geil. War gut? Boah, super. Okay. Super. 10 mit X, eine 10, 2 Neuner und 2 Achter sind für 54 Punkte. 54. Hört sich gut an. Als er auf der Scheibe direkt so gut getroffen hat, habe ich gedacht, boah, das könnte echt was geben. Die nächste Station. Hier gilt es, aus 12 Metern Entfernung diese 3 Klappen zu treffen. Dafür hat Johannes nur 3 Pfeile zur Verfügung. Boah, ich zitter wie bei einem Turnier, als würde ich selber schießen. Das ist cool. Danke fürs Mitgefühl. Nach der 2. Klappe, als ich für die 3. aufgelegt habe, da gab es so einen Moment, wo ich irgendwie ins Stocken kam. Scheiße. Und dann war ich leider aus dem Rhythmus. Und wenn man aus dem Rhythmus kommt, dann kann man auch daneben schießen. 2 von 3? Naja. Oh Mann. Bei mir hätten die Nerven sowas von abgekackt. Cool gemacht. Danke. Ich hatte so lange nachgedacht. Okay, wie viele Punkte habe ich jetzt? 20 Punkte. Plus 54 macht 74 insgesamt. Ja. Okay. Für die folgende Aufgabe hat Johannes 6 Pfeile. Aus 12 Metern Entfernung muss er auf eine Ballonreihe schießen. Pro Ballon gibt es 10 Punkte. Weißt du, wie du zählen musst? Ja. Ich habe genau gemacht, was du gesagt hast. Ich habe so ein bisschen höher gezielt. Das sind wieder 50 Punkte. Ja. Boah, das war so geil. Ich sah diese Ballons. Pum, 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 pum. Alle durchfetzt mit einem Schuss. Da habe ich schon gedacht, ja, so muss es sein. Das letzte Zielobjekt ist ein grüner Ballon. Johannes hat 1 Minute Zeit, um ihn zu treffen und dafür 60 Punkte zu kassieren. Wenn ihm das gelingt, hat er die Herausforderung geschafft. Achte drauf, du darfst niemals die orangenen Ballons treffen. Das gibt Punktabzug. Okay. Du schaffst das. Der Wind wurde stärker, die Flugpfeile fliegen ganz anders. Ich hatte echt Bedenken, ob er das schafft. Ich dachte, du hast ein bisschen Zeit, Johannes. Leg ganz in Ruhe an und wenn es einen kurzen Moment gibt, wo du glaubst, dass dieser Ballon ruhig steht, dann lass den Pfeil los. Wenn es einen Moment gab in den letzten 48 Stunden, der Robin Hood-like war, dann dieser. Geiles Gefühl. Jetzt bist du mein Pfeil, Wasser? Ich steck dich in die Scheibe. Also, Johannes hat alle meine Tipps gut angenommen. Ich bin total begeistert. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, einen unglaublich guten Trainer zu haben, Tobi. Dankeschön. Das war so cool. Oh. Wenn ihr jetzt sagt, ich will auch Bogenschießen lernen und ich will auch einen guten Trainer haben, dann guckt doch mal, wo der nächste Bogensportverein bei euch in der Nähe ist. Und das könnt ihr auf unserer Webseite auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens das nächste Mal bei Kannes Johannes. Heute hat das gekonnt.